Das ist mein Haus. Es hat nichts mit den Ereignissen von vor 5 Jahren zu tun. Warte, ich will das hören. Ich auch. Schon lange her, oder? Erzähl uns mehr. Du hast deine Familie gesehen, oder? Okay. Ich weiß nicht, ob man es Familie bezeichnen kann. Mein Vater starb, als ich noch klein war. Darum hat meine Mutter alleine in dem Haus gewohnt. Ja, ich habe meine Mutter gesehen. Meine Mutter war eine sehr lebensfrohe Person. Sie hat sich überhaupt nicht verändert. Aber ein paar Tage später ist sie gestorben. Als ich sie jedoch gesehen habe, schien alles in Ordnung. Woran ist sie gestorben? Ich hoffe, das wird noch erklärt. Ja? Cloud! Willkommen zu Hause, Cloud. Hallo, Mutti. Oh mein Gott, was für... Ich sag dazu jetzt nichts. Komm, komm, lass dich anschauen. Du siehst wirklich gut aus. Ist das eine Uniform von Soldat? Mutti, ich... Mensch, bist du... wie du gewachsen bist. Ich wette, die Mädchen lassen dich nicht in Ruhe. Eigentlich nicht. Was, kein Frauenschwarm? Ich mache mir Sorgen um dich. In der Stadt gibt es viele Versuchungen. Es wäre mir wohler, wenn du dich hier niederlassen würdest und eine neue nette Freundin hättest. Wen könnte sie nun meinen? Mach dir um mich keine Sorgen. Du solltest eine ältere Freundin haben, die sich um dich kümmert. Ganz ehrlich, wir wissen alle, wen sie meint. Also sag es. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich. Das interessiert mich nicht. Bist du auch richtig? Vielleicht meinst du aus Büchlein nicht. Könnte ich nachgucken, ob sie älter ist. Es geht mir gut. Die Firma kümmert sich um mich. Wow. Wenigstens etwas tut Shinra, ne? Wirklich. Du kannst nicht kochen, oder? Ich habe mir wirklich Sorgen um dich gemacht. Wie Mütter halt so sind, Cloud. Du weißt das, Cloud. Nicht wahr, Cloud? Ich werde immer deine Mutter sein. Lass uns damit aufhören. Wir haben so oder so nur... Das waren viel zu viele Sprünge so dazwischen. Also, okay. Gehen wir mal ins nächste Haus rein. Cloud? Bist du in mein Haus gegangen? Natürlich. Ich hab mir gedacht, dass du zu Hause bist. Schön rausputzen, Frisur glätten und los geht's. Tifa, wir kommen! Ja, so rum. Cloud, bist du in mein Zimmer gegangen? Ja, bin ich. Der Brief. Hast du ihn gelesen? Ja. Kannst du dich da erinnern, was da drinne stand? Ich kann mich natürlich genau erinnern. Ich habe ihn gelesen. Es war ein Brief an Tifa. Von dem Besitzer des Gemischtwaren. Der Gemischtwarenhandel. So rum, ja. Tifa, wie geht's? Ich bin vor 8 Tagen in Midgar angekommen. Gestern habe ich, hat sich ganz Nibelheim versammelt, um mich willkommen zu heißen. Die einzigste Person, die wir nicht erwischt haben, war Cloud. Aber alle sagen, er sei sowieso nicht so eng mit uns befreundet. Also selbst wenn wir gefragt hätten, wäre er vermutlich nicht gekommen. Was, die haben nicht mal gefragt? Lass uns nicht weiter über ihn sprechen. Midgar ist wirklich ein Ding. Was? Okay.
Wieso ist da plötzlich Englisch drinne? Das ist wahrscheinlich, okay. Aber um die Wahrheit zu sagen, ich bin so hinterher, hab den Kontakt verloren. Was? Selbst die Zimmer mit den, der Leute in den Slums sind sauber. Im Moment lebe ich in den Slums, aber ich habe vor, ein richtig schönes Zimmer zu ziehen. So wie es in den Zeitschriften, sobald ich hier etwas Geld verdient habe. Aber um das zu tun, muss ich erstmal einen Job finden. Das stimmt. Ich habe immer noch keine Arbeit gefunden. Ich habe meine Eltern angelogen und ich habe ihnen erzählt, ich hätte einen tollen Job bei Shinra Inc. Ich frage mich, ob es zu spät ist, zurückzugehen. Manchmal denke ich, ich hätte das Geschäft meiner Eltern übernehmen sollen. Ja, ich... Cloud, kannst du dich an alles erinnern? Ja, ich kann mich an alles erinnern. Da war irgendwas über mich. Ich bin gerade in Midgar angekommen, aber ich denke die ganze Zeit an Nibelheim. Hier tiefer, funktioniert der alte Wasserturm noch? Wie geht's dem alten Mann vom Gasthof? Sind meine Eltern noch jeden Tag im Geschäft? Haben irgendwelche Ungeheuer angegriffen? Und vor allem, wie geht's dir tiefer? Ich fühle mich, als hätte ich dich seit Jahren nicht mehr gesehen. Wir haben gestern über dich gesprochen. Alle mögen dich. Aber weil sie dich so verehren, konnte ich ihnen schlecht in den Rücken fallen. Ich war halt so kalt, in der Wirklichkeit hatte ich nur Angst, abgewiesen zu werden. Wow, wenn ich so weiterschreibe, wird das ein Liebesbrief. Ich mache jetzt lieber Schluss, pass auf dich auf, ich schreibe bald wieder. PS, schreib mir, okay? Ja. Haben wir das Ganze abgehakt. Ich glaube, das war das auch mit der Geschichte, die wir eigentlich hätten betreiben können erstmal. Also, gehen wir zu Sephiroth. Ja, reden wir nochmal mit dem. Ist Shinra hier, um die Monster loszuwerden? Ich denke ja. Und wer bist du? Ich heiße Zangan. Ich reise um die Welt und unterrichte Kinder in Kampfsportarten. Ah! Ich habe 128 Schüler in der ganzen Welt. In dieser Stadt habe ich eine Schülerin namens Tifa. Was? Tifa? Hast du Tifa, Tifa? Tifa ist begabt. Sie wird mal eine gute Kämpferin werden. Ja, darum habe ich sie auch in meiner Gruppe dabei. So muss das sein. Ach ja, weiterlaufen. Gut. Was schaust du so? Diese Gegend. Es kommt mir vor, als würde ich diesen Ort kennen. Okay. Wir reden nochmal mit ihm. Der sagt nichts mehr. Wir müssen morgen früh aufstehen. Du solltest bald schlafen gehen. Ja, wir gehen schlafen. Ich habe eine Führerin für den Makoreaktor engagiert. Ich habe gehört, sie ist noch jung. Ich hoffe, wir können uns auf sie verlassen.